Hi, ich bin Mareike und wir tanzen heute zu Say So von Doja Cat. Die Choreo wird eine Level 1 Choreo sein. Das Video könnt ihr unten in der Beschreibung auschecken und lasst uns starten. Die Choreo ist in zwei Parts geteilt und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an. Wir beginnen mit zwei Schritten. Wir gehen mit rechts vor, mit links. Dann setze ich rechts vorne ab, wobei mein linker Arm vor die Brust geht und mein rechter Arm tief reinschlägt. Wenn ich reinschlage, ziehe ich meine Hüfte hoch und gehe wieder tief. Wenn ich hier angekommen bin, mache ich einen Slide nach hinten mit meinem linken Bein. Das heißt, mein rechtes Bein zieht nach. Und während ich slide, pointen meine Finger nach vorne. Das heißt, ich slide und pointe. Hier angekommen, kreuze mein rechtes Bein vorne. Mein linkes Bein geht auf und ich gehe mit rechts nach hinten. Wenn ich das mache, streiche ich einmal über meinen linken Arm und über meinen rechten Arm, dass es wie so einen Kreis ergibt. Das heißt, ich kreuze und streiche über meinen linken Arm, ich gehe auf und streiche über meinen rechten Arm. Und wenn mein rechtes Bein nach hinten geht, geht mein rechter Arm auch raus. Wenn ich hier angekommen bin, streiche ich einmal über meinen Körper, mache eine Wave rein, gehe zu und mache eine Wave wieder hoch. Das heißt, ich gehe rein und Wave hoch und. Nach der Wave kommen meine Hände hier vor der Brust und zwei Fäusten an. Einfach zack. Wenn ich hier bin, geht mein linkes Bein raus, schlage es weg nach hinten und jetzt twiste ich zweimal mit meinen Füßen, das heißt, ich setze rechts ab, twiste mit meiner Ferse raus, nach links und wieder nach rechts. Das heißt, ich twiste rechts, links, rechts. Während ich das mache, gehen meine Arme gestreckt nach oben, ich gehe nach links und gehe nach unten. Gleichzeitig sieht es dann so aus, dass ich gehe rechts, links, rechts. Hier angekommen machen wir einen Kickball Change mit links, das heißt ich kicke, setze links ab und gehe mit rechts raus. Danach gehen meine Hände Richtung Kopf, einmal links vorne, rechts hinten, dann wechseln wir rechts vorne, links hinten und wechseln nochmal. Das heißt, ich mache es dreimal, das heißt ich habe links vor, rechts vor, links vor. Dabei verlagere ich mein Gewicht nach rechts und wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Hüfte noch ein bisschen mitnehmen, das ist aber optional. Danach strecke ich meine beiden Arme nach rechts aus und ziehe mich ran. Jetzt geht mein linkes Knie hoch, mein rechtes Knie hoch und zweimal das linke Knie. Mein Oberkörper beugt sich immer dabei nach vorne. Das heißt, ich gehe vor und zweimal links. Die Arme sind frei. Ihr könnt entweder streichen oder reinschlagen, wie ihr möchtet. Das heißt, ich bin hier angekommen. Ich habe 1, 2, 3, strecke raus. Geh ran, ab links, rechts, links, links. Nach dem Absetzen machen meine Arme einen Kreis über rechts und ich gehe mit links raus. Das heißt, ich mache links einen Schritt, mache rechts einen Schritt. Danach geht mein linkes Bein nach hinten, mein linker Arm geht raus, rechts Bein geht hoch und rück. Jetzt ist es wichtig, dass ihr euer Gewicht nach hinten verlagert, weil eure Hüfte links rausgeht, ihr rein und rein. Die Arme kommen noch dazu. Wenn ich hier bin, geht mein rechtes Bein hoch, ich setze hinten ab, meine Hände kreuzen vor mit dem Zeigefinger, ich gehe auf und jetzt habe ich Hüfte rein und rein. Ich werde jetzt nochmal langsam mit Counts tanzen, aber wenn es euch irgendwie zu schnell war, einfach zurückspulen und so oft wiederholen, wie es euch passt und dann legen wir jetzt mit den Counts los. Ich fange an auf 7, 8, das heißt ich gehe 7, 8, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8, 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7, 8. Jetzt den ersten Part nochmal mit Counts, aber ein bisschen schneller. Wir haben 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8, 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7, 8. Wir machen jetzt mit dem zweiten Part weiter und ich werde alles Schritt für Schritt erklären. Das heißt, wir sind hier angekommen. Ich gehe mit meinem Arm, schwinge ich nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Dabei gehe ich nach vorne, ich habe rechts
Wenn mein Arm nach links schwingt, geht mein rechtes Bein hoch, dann schwinge ich zurück nach rechts. Und wenn ich jetzt wieder nach links gehe, geht mein linkes Bein hoch. Das heißt, wir sind hier, ich habe 1, 2, 3, 4. Wenn ich hier angekommen bin, springe ich nach rechts einmal und springe einmal nach links. Meine Schultern gehen dabei rechts runter, links runter, rechts runter. Und wenn ich nach links springe, links runter, rechts runter, links runter. Das heißt, ich habe zwar rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hier angekommen, mache ich jetzt so einen Wiegeschritt, würde ich sagen. Das heißt, ich gehe rechts vor, links rück, rechts vor, links rück. Diesen Schritt drehe ich aber. Das heißt, wir drehen uns einmal eine Vierteldrehung nach links. Das heißt, ich habe vor, rück, jetzt drehe ich mich nach hinten, habe vor, aber statt rück drehe ich mich jetzt einfach wieder nach vorne zum Spiegel. Das heißt, wir sind hier angekommen. Ich gehe vor, rück, meine Arme nehme ich einfach als Unterstützung mit, ziehe mich ran, zurück, drehe mich nach hinten und stelle mich hin. Jetzt mache ich sie singt Bounce und deswegen mache ich so einen Bounce-Schritt. Ich gehe tief, habe links, rechts und gehe tief, links, rechts. Das heißt, ihr geht einfach nur in die Knie, macht einen Schritt mit links, einen Schritt mit rechts, geht nochmal in die Knie, genau das gleiche, macht einen Schritt mit links und einen Schritt mit rechts. Wenn ich die Schritte mache, strecke ich meine Beine wieder aus, damit ich wieder tief gehen kann. Meine Arme nehme ich bei dem Tiefgehen als Unterstützung, das heißt, ich gehe tief, links, rechts, tief, links, rechts. Wenn ich hier angekommen bin, mache ich mit meinem linken Bein einen Halbkreis nach hinten auf dem Boden, mit meinem rechten Bein ebenso. Jetzt habe ich ein Bounce. Bounce. Wenn ich das mache, sind meine Arme eigentlich frei. Ihr könnt sie mitnehmen oder ihr könnt sie einfach an der Hose lassen, wie ihr möchtet. Wenn ich hier bin, mache ich Bounce. Ich gehe tief, gehe tief. Mein linkes Knie beugt sich nach vorne, nach vorne. Wenn ich hier angekommen bin, mache ich zwei Schritte. Einmal mit links, einmal mit rechts und gehe mit links nochmal raus. Meine Arme, sie singt Scream and Shout oder sowas. Das heißt, ich gehe mit meiner linken Hand an meinen Mund, mit meiner rechten Hand an meinen Mund, gehe links raus und habe hoch, hoch. Das heißt, wenn ich hier nach dem Bounce angekommen bin, habe ich Bounce, Bounce, habe linke Hand, rechte Hand und hoch, hoch. Das heißt, wenn ich mit links rausgehe, gehen meine Arme direkt hoch, hoch. Die letzten zwei Schritte, meine Hände gehen vor die Brust und ich habe zwei Kreise mit meiner Hüfte, einmal rechts und nochmal rechts, wo ich ein bisschen tiefer gehe. Allerdings ist es optional, ihr könnt auch gerne die Brust nehmen, wenn ihr möchtet. Und das ist das Ende. Jetzt machen wir den zweiten Teil langsam mit Counts. Wir sind hier angekommen. 7, 8. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Und jetzt nochmal schnell mit Counts. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Das waren die zwei Parts. Ich mache jetzt alles von vorne langsam mit Counts zum Verbinden. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Und jetzt nochmal alles zusammen schneller. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6,
7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das Video könnt ihr unten in der Beschreibung auschecken. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch ein Like und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.